Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespieler und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. So, wir sind in der letzten Mission, nämlich in Rosotores, und bereiten uns darauf vor, den Roten Prinzen loszuwerden, langsam aber sicher. Dafür haben wir ihn hier in seiner Festung umrundet. Das meiste an seinen Territorien auch eingenommen, außer dem hier. Das hätte ich noch gerne und vielleicht irgendwann noch das hier. Und ja, wir brauchen wieder mehr Truppen. Oh, da steht ja schon welche bereit. Sehr schön. Aber noch mehr könnten nicht schaden. So. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Jawohl. So, euch schicken wir weiter durch. Werden wir darauf warten, dass endlich die beiden Karren kommen, um hier unseren Steinbruch und unsere Eisenmine. Oh, wir haben keinen Platz im Lagerhaus. Ja, Tatsache. Sollten wir das bald ausbauen? Ich habe jetzt nicht unbedingt was, was ich Das Lagerhaus ist voll. Opfern würde. Ich hätte aber den Drang, Holz auszugeben, eigentlich. Wie ihr wünscht. Siedlerlimit ist erreicht, das auch noch. Okay. Schon unterwegs. Das ist mir so gegen Ende nicht mal aufgefallen. Auf euren Befehl. Was ist jetzt los? Der Hafen ist aufgebaut. Nun können unsere Verbündeten uns zu Hilfe eilen. Ich habe eure Verbündeten schon oft besiegt. Sie sind keine Gefahr für mich. Ein Steinbruch ist erschöpft. Ja, da können wir zum Beispiel ein paar Seeloads da gleich krallen. So, jetzt aber erstmal das Ding ausbauen. Der Steinbruch hier wartet auch darauf, dass er liefern kann. So, was bedeutet das hier? Die östliche Garnison angreifen ist noch nicht bereit. Einem Steinmetz fehlt Alles es klar. an Stein. So, du ziehst los und bringst die Steine. So. Das ist natürlich praktisch. Verstanden. Sofort. Ja, und ich muss jetzt eh erstmal gucken, dass ich in die nächste Oh, hi. Man merke, da will jemand was von mir. Ist etwas unten. So, die Taverne hier hin. Siedlerlimit wieder erreicht. Auf euren Befehl. Jawohl. Alles klar. Verstanden. Verstanden. Oh, ist er wieder abgezogen mit seinen Truppen?
Schon unterwegs. Verstanden. Wie ihr wünscht. Ja, das ist dann etwas ungut, Markus, wenn Befehl. Du da drin stehst. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Okay, wir haben einen Trupp Schwertkämpfer verloren. Wie ihr wünscht. Jawohl. Ist aber halb so schlimm. Da kommen schon wieder ein Kaufsoldaten. Wie ihr wünscht. Okay, ziehen wir uns erstmal zurück. Schnappen uns die Einheit, damit wir die restocken können. Ei! Hätte ich immer noch gerne eine zweite Taverne. Hier macht sie sich gut. Hier können wir auch dann eine dritte errichten. So, ein Trupp Schwertkämpfer. Alles klar. Ganz ehrlich, wir bräuchten einen Dieb. Einen Dieb. Auf der Stelle. Auf der Stelle. Dass der uns für uns ein bisschen Rosotoris ausspioniert. So, euch seht, ihr seid nachgefüllt. Dann bauen wir mal den Steinbruch fertig aus. Wir brauchen nämlich jetzt dann die Steine. So, da kommt unser Dieb. Haben wir irgendwelche Gebäude gerade, die noch nicht ausgebaut sind? Du hier zum Beispiel. Das können wir aber auch erst machen, wenn die Kirche ausgebaut ist. Und dafür müssen wir auf die Steine warten. Natürlich. Natürlich. Ja. Ist echt die Frage, ob die immer da rumstehen oder ob sie weggehen. Auf dem Weg. So gut wie erledigt. Wie ihr befehlt. Wie ihr wünscht. Okay, dann bleib du mal in der Ecke, dann sehen wir wenigstens, was hier vor sich geht, in dem Bereich. Die östliche Garnison. Die Trebuchets sind doch aber noch gar nicht geladen eigentlich. Ich brauche noch einen Stein, bitte. Na, der könnte unterwegs sein und Steine bringen, vielleicht. Haben wir nur einen Weber oder haben wir zwei? Ich sehe nämlich nur einen gerade. Einen, ja, da könnten wir ruhig einen zweiten machen, damit wir mehr Kleidung herstellen. Okay, du kommst mit Wurst zurück. Wie sieht's bei euch aus? Du bringst Steine, sehr gut. Was wir machen können, was ein bisschen Holz verbraucht, ist hier dicht machen.
Obwohl, so dicht macht. Nee, doch, mach bis so dicht. Obwohl, nee. Lassen wir hier ruhig offen. Lassen wir ruhig offen. Ich meine, ich glaube, so schnell werden sie auch nicht angreifen. Dort jedenfalls. Wenn dann eher hier drüben irgendwo. Deswegen wäre es eigentlich fast schon praktischer, unseren Dieb da drüben hinzuschicken. Sofort. Auf der Stelle. Auf dem Weg. Ah, gut. Kirche wird jetzt hoffentlich ausgebaut. Die Anzahl der Frauen ist eigentlich auch ziemlich gering. Ändern wir das auch gleich mal. So. Bauen Tavernen aus. Bauen den Fischer hier aus. Mach es mal hierher. Weil wir haben bald das Met zusammen. Obwohl, nee, da zählen ja auch noch die 10 Met hier rein. So, Tavernen ausbauen. Ausbauen. Die nächste gute Frage ist, sind wir eigentlich mit dem Straßennetz fertig geworden? Ja, einigermaßen sieht es okay aus. Also hier hinten sind feste Straßen. Du bist an der festen Straße, du auch. Ja, auch alle. Ja. Ist ja alles gut mit den Straßen. So. 10 Frauen ist besser als 0. Ja, jetzt erstmal den Titel des Grafen erreichen. Sofort. Wie ihr wünscht. Und gucken, was unser Gegner so treibt. Fehlen noch 4. Klamottenhersteller haben wir jetzt auch einen mehr. Gut. Nahrungshersteller. Ja, ich habe 2 Räuchereien. 2 Bäckereien müsste ich haben. Metzger habe ich auch 2. Es fehlt nur noch der Käse. Und ich überlege gerade, wo ich dann die Kühe hinpacke. Wahrscheinlich auch hier unten irgendwo hin.